eine laue Nacht, du weißt es noch genau, als ob es gestern war. Du warst ein bisschen drauf und hattest vorgetrunken, Wodka mit deinen Freunden. Seid durch die Nacht gestreunt, um neun habt ihr euch reingeschlichen. Ihr wart die größten Fans von Thorsohn und den Jungs und in der ersten Reihe kanntet wirklich alle Songs. Doch auch die Vorband taugte, was dir noch mehr gefiel, war dieses Mädchen da, sie war besonders, hatte Stil. Du hast sie angesprochen, sagtest neckisch, ey Katze, hab dich noch nie gesehen, ey Kater, bin da wegen Bratze. Sie fänd die Texte toll und die zwei Typen lustig, wolltest dir was spendieren, aber hattest dann nur den Fuffi, der reichen sollte für die nächsten 20 Tage. Hast dir nen Drink geholt, aber sie sagte schade, ich hätt so gern das Shirt, das ist da bei Lars zu kaufen gibt, das schwarz-gelbe da, das schöne Shirt von Audiolib. Doch sie sei leider pleite, hält von ihrem letzten Geld die Karte heut gekauft, da hast du es geholt und was dir hält. Ihr habt dann noch getanzt, bis sie nach Hause ging und du zurückbliebst mit den Jungs, die auf der Couch rumhing. Du kaufst der Frau, die du liebst, ein Shirt von Audiolib, dass sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolib mit den schönen großen Buchstaben. Ein Shirt von Audiolib, das sie auch laufend anzieht, weil es da draußen nichts gibt wie dieses Shirt von Audiolib mit den schönen großen Buchstaben. Am nächsten Tag schon morgens warst du sehr aufgeregt. Du hast sie angerufen und fast wieder aufgelegt, weil erst ihr Vater dran war, doch der war äußerst freundlich. Dann habt ihr lang geredet und gemerkt, dass da so Zeug ist, dass ihr gemeinsam habt. Audiolied, Lieder und Bilder mit Katze. Das Shirt von